Es schult die Motorik und ist gleichzeitig ein Rückzugsort. Das neueste Klettergerät der Berliner Seilfabrik. Wenn die Kinder sich ausgetobt haben, können sie sich ausruhen. Auf der Cloud nein. So hat David Köhler die Schaukel genannt. Er ist Spielgeräteentwickler. In den Seilen hängen ist bei uns selten möglich, weil wir wirklich sehr viel zu tun haben. Ist natürlich ganz schön, wenn man dann wirklich auf dem Spielplatz sprichwörtlich in den Seilen hängen kann und sich ein bisschen entspannen kann und dabei auch Inspiration für neue Spielideen entwickeln kann. Kleeblattringe aus Aluminium halten alles zusammen. Die größten Geräte bestehen aus 500 Meter Seil. Für ein einfaches Netz braucht ein erfahrener Seilflechter etwa 4 Stunden. Dieses Geflecht geht nach Südamerika für 18.000 Euro. Tag. Hallo. Einer für BPC? Ja. Okay. Geht wohin? Nach Chile. Geht nach Chile. Liefertermin ist, glaube ich, Ende der Woche, oder? Richtig, genau. Ja, okay. Gut, kriegen wir ja bis dahin, glaube ich, durch, oder? Der ist heute fertig. Okay, wir machen 75% Export. Was ja für einen Mittelständler gerade aus dem Bereich Berlin relativ viel ist. Insofern ist eben das Ausland schon der wichtigste Markt für uns. Auch wenn wir in Deutschland landesgebunden eben am meisten Umsatz machen mit 25%, ist ganz wesentlich, dass wir im Ausland eben flächendeckend vertreten sind. Meter Seil verarbeiten sie jährlich. Ein Polyestergarn, das besonders reißfest ist und mehr als 6 Tonnen Gewicht aushält. Ein anderer Spielplatzentwickler setzt auf Spielgeräte aus Holz. Gemeinsam mit einem Sportwissenschaftler hat Ulrich Paulich einen ganzen Motorikpark entwickelt. Ich bewege mich jetzt auf den 100 Fußstapfen. Ein Motorikelement von insgesamt über 160. Wir haben uns die Rechte an nahezu Gesamteuropa daran schützen lassen. Und dieses Alleinstellungsmerkmal wird uns helfen, im Export noch weiter Fuß zu fassen. Rund 10% seines jährlichen Umsatzes macht das Unternehmen im Ausland. Vor allem in den Benelux-Staaten, der Schweiz und in Österreich. Jetzt musste der Unternehmer noch einmal kräftig investieren. Dann ist 5 Stunden zu 3 Tagen besser. Hier hinter mir ist unser neues Kernstück, eine CNC-Fräse, die wir seit ungefähr 3 Monaten haben. Sie soll uns helfen, unsere Motorikelemente und unsere Spielgeräte schneller zu bauen. Und dafür brauchen wir diese kleine Anschaffung von ungefähr 250.000 Euro. Bike auf Federn. Ulrich Paulich entwickelt seine Spielplätze gemeinsam mit Landschaftsarchitekten. Von der Idee über Skizzen bis zur Fertigstellung vergeht oft ein ganzes Jahr. Aktuell laufen Verhandlungen mit Dubai. Dort will Ulrich Paulich seine Spielplätze mit modernen Sonnensegeln überspannen.